Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur analytischen Geometrie. Wir sind im Teil 5 und machen den vierten Teil von unserer Einführung in die Vektorgeometrie. Zunächst wie immer die Übung. Sie hatten die Aufgabe 7. Da haben Sie drei Vektoren gegeben aus dem R hoch 3. Und die erste Frage, lässt sich der Nullvektor nicht trivial aus diesen drei Vektoren linear kombinieren? Die Antwort hier ist nein. Das haben Sie sicher schon festgestellt. Warum? Stellen wir mal die entsprechende Vektorgleichung auf. Ja, den Nullvektor nicht trivial aus diesen drei Vektoren zu kombinieren heißt, wir haben drei reelle Zahlen, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3, die nicht alle gleich 0 sind und die folgende Eigenschaften erfüllen. Lambda 1 a plus Lambda 2 b plus Lambda 3 c ist gerade dem Nullvektor. Und jetzt berechnen wir mal die entsprechenden reellen Zahlen und schreiben uns dazu die Vektoren ganz konkret auf. Dann erhalten wir ein zugehöriges lineares Gleichungssystem, nämlich folgendes. Ja, 2 Lambda 1 plus 6 Lambda 2 minus 4 Lambda 3 gleich 0. Dann haben wir entsprechend minus 3 Lambda 1 minus Lambda 2 plus 8 Lambda 3 gleich 0. Und die letzte Gleichung 5 Lambda 1 plus 0 Lambda 2 können wir also weglassen hier. Plus Lambda 3 gleich 0. Diese Gleichung benennen wir mal mit 1, 2, 3. Wenn Sie dieses Gleichungssystem lösen, bekommen Sie raus, Sie bringen das auf Stufenform. Lambda 3 gleich 0. Das setzen Sie dann ein in die nächste, dann kriegen Sie Lambda 2 gleich 0 und Lambda 3 gleich 0. Das heißt, unsere Antwort ist richtig. Nein, wir bekommen nur die triviale lineare Kombination des Nullvektors aus den Vektoren a, b, c. So, die Teilaufgabe b haben wir auch gleich. Sie sollen diese beiden Vektoren d und c als Linearkombination von a, b und c darstellen. Das gebe ich Ihnen einfach an. Das erste ist, d lässt sich darstellen als 2a plus c und e lässt sich darstellen als a plus 2b minus 3c. Da stellen Sie natürlich entsprechend wieder die linearen Gleichungssysteme auf und lösen sie nach den Koeffizienten auf. Schauen wir uns gleich die Aufgabe 8 an. Was war da zu tun? Sie haben drei Vektoren gegeben aus dem R3 und einen Vektor b auch aus dem R3
Und sie sollen, ja, und das Besondere an diesen Vektoren a1, a2 ist, dass da ein Parameter t auftaucht. Also das sind ganze Familien von Vektoren eigentlich. Für jeden Wert von t bekommen sie einen Vektor. Und sie sollen ausrechnen, für welche Werte von t sich b aus a1, a2 und a3 linear kombinieren lässt. Und bei b haben sie einen Wert von t angegeben. Das soll uns zeigen, dass b sich nicht aus diesen Vektoren linear kombinieren lässt, wenn das t gleich minus 2 ist. Schauen wir uns noch, gehen wir gleich zu a und schreiben uns gleich mal auf, was wir eigentlich suchen. Naja, wir suchen hier einen Wert für t. Also suchen wir t, sodass sich b aus a1, a2 linear kombinieren lässt. Das heißt, sodass die Vektorgleichung x1, a1 plus x2, a2 plus x3, a3 gleich b. Für diese x1, x2, x3 reelle Zahlen, die nicht alle gleichzeitig 0 sind. So, lassen Sie uns diese Vektorgleichung nochmal aufschreiben. Ja, wenn wir diese entsprechenden Spalten für die Vektoren a1, a2, a3 und b einsetzen, führt es auf folgendes lineare Gleichungssystem. Ja, wir sind hier genau. Wir haben ja hier nicht b gleich dem 0, also auf ein inhomogenes lineares Gleichungssystem. Ja, Sie setzen ein und dann sehen Sie, das gibt entsprechend x1 plus x3 gleich 3, erste Gleichung, t x1 plus 4 x2 plus ja, 2x3 gleich 13 und die letzte Gleichung 3x1 plus tx2 plus x3 gleich 10. So, und ich will das gleich umschreiben in die Matrizenschreibweise, also in die Matrixdarstellung, um damit einfacher arbeiten zu können. Das kennen Sie aus der Algebra. Also erste Zeile 1, 0, 1, zweite Zeile t 4,
2 und die dritte Zeile 3, t und 1. Und das ist inhomogen, da haben wir noch eine Spalte 3, 13, 10. Das ist die Matrixdarstellung. Ja, da können Sie entsprechende Zeilen- und Spaltenoperationen machen, das kennen Sie. Fangen wir hier mal an mit der ersten. Also wir versuchen das auf Stufenform zu bringen. Das Ganze, das ist das Ziel. Und benutzen das Gaußsche Eliminationsverfahren. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit minus t und addieren sie zur zweiten Gleichung. Und dann multiplizieren wir die erste Gleichung mit minus 3 und addieren sie zur dritten Gleichung. So, dann kommen wir auf folgendes Äquivalente. Die folgende äquivalente Matrix 1, 0, 1, erste Zahl übernehmen wir einfach, 3, die zweite Zeile wird mit dieser Operation zu 0, 4, 2 minus t und 13 minus 3t. Und die dritte Zeile, da haben wir 0, t und minus 2 und in der letzten Spalte 1. So, was machen wir hier? Damit wir auf Stufenform bringen, müssen wir wieder das t hier unten wegbekommen. Das heißt, wir multiplizieren die dritte mit minus t, mit t, die zweite mit t hier und die letzte mit 4, minus 4. Und addieren die beiden. Dann bekommen wir ein äquivalentes System. Erste Zeile übernehmen wir. Zweite Zeile auch. Und mit diesem, die letzte Zeile wird zu 0, 0 und dann haben wir hier t Quadrat minus, 2t minus t Quadrat plus 8 und hier haben wir, ja, ich brauche hier etwas mehr Platz, 13t minus 3t Quadrat minus 4. Die nennen wir mal 1, 2 und 3. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir so weit, dass wir diese Matrix haben und das zugehörige, ja, zu diesem zugehörigen inhomogenen linearen Gleichungssystem entsprechende Lösung für x1, x2, x3 berechnen wollen. Schauen Sie sich mal diese dritte Zeile hier an, die letzte Zeile, also Gleichung 3. Was sagt die aus? Die sagt aus 2t, also Klammer auf, 2t minus t Quadrat plus 8, Klammer zu. x3 gleich 13t minus 3t Quadrat minus 4. So, das heißt, wenn wir das x3 berechnen wollen, müssen wir durch diesen Ausdruck dividieren. Erste Beobachtung, dann darf dieser Ausdruck nicht 0 sein. Ja? Das heißt, wir müssen die Nullstellen von diesem quadratischen Polynom bestimmen. So, aber es gibt noch einen weiteren Fall. Schauen Sie mal, wenn dieser Ausdruck hier 0 wird, also dieser Koeffizient,
aber auch dieser Ausdruck hier 0 wird. Dann haben wir hier eine Nullzeile, eine dritte Zeile, das heißt 0x3 gleich 0. Das ist eine allgemeingültige Gleichung, da können Sie für x3 alles einsetzen. Das heißt, wir interessieren uns für sozusagen für beide quadratische Polynome hier, ja, wenn die 0 ergeben. Da kriegen Sie Lösungen raus, nämlich Sie haben die Lösung minus 2 und 4. Und diesem zweiten Polynom da kriegen Sie auch zwei Lösungen raus, also die Lösungsmenge ist hier 4 und 1 Drittel. Schauen Sie mal, also in beiden Lösungsmengen kommt die 4 vor. Das heißt, wenn t gleich 4 ist, dann kriegen wir hier eine allgemeingültige Gleichung. Dann haben wir eine Nullzeile bei 3. Das heißt, unsere Gleichung, nenne die mal Stern, ist allgemeingültig. Und wir haben für x3 unendlich viele Lösungen. Ja, das setzen wir dann t. So, das heißt aber, wenn Sie x3 unendlich viele Lösungen haben, also jeden beliebigen Wert einsetzen können, dann sehen Sie hier oben, naja, setzen Sie x3 irgendwas ein, dann kriegen Sie auf jeden Fall von 0 verschiedene Werte für x2 und für x1. Ja? Weil wenn Sie x3 gleich 0 setzen, dann fällt hier das x3 sozusagen raus und Sie haben hier 4x2 gleich diesen Ausdruck für t gleich 4. Ja? Von 0 verschieden. Das heißt, in diesem Fall lässt sich b aus a1, a2, a3 linear kombinieren. So, schauen wir uns mal an, wenn das t ein Drittel wird. Wenn das t ein Drittel wird, dann wird dieser Ausdruck hier 0. Das heißt, Sie haben hier bei 3, Sie haben hier eine 0 stehen, aber hier haben Sie was verschieden 0. Das heißt, das x3 wird 0 sein. Das macht aber gar nichts aus, weil dann haben Sie zwar hier was ist 0, aber das x2 wird verschieden 0 und das x1 auch. Also auch für den Fall t gleich ein Drittel lässt sich b aus diesen drei Vektoren a1, a2, a3 linear kombinieren. Wie sieht es im Fall t gleich minus 2 aus? Da haben wir ein richtiges Problem, weil schauen Sie, wenn t gleich minus 2 wird, dann wird dieser Ausdruck 0. Ja? Wir müssen aber, um x3 auszurechnen, durch diesen Ausdruck dividieren, das dürfen wir dann nicht. Das heißt, bei b können wir sofort antworten. Ja, schreiben wir es einfach hin. Ich schreibe es mal hier drüber. Für t gleich minus 2 ergibt Stern
0 gleich. Und jetzt setzen Sie auf diese Seite t gleich minus 2 ein. Dann haben wir hier minus 26. Minus 3 mal 4 gibt minus 12. Minus 4. Das heißt, wir haben insgesamt minus 42. Das ist eine falsche Aussage. Das heißt, wir haben für das lineare Gleichungssystem keine Lösung. Und damit lässt sich auch dieser Vektor b nicht linear kombinieren, in diesem Fall nicht linear kombinieren aus den Vektoren a1 bis a3. Ja? So, schauen wir uns, jetzt haben wir diese vier Fälle abgehakt. Jetzt schauen wir uns irgendein anderes t an, aus den reellen Zahlen. Was passiert da? Naja, wenn ich irgendein t einsetze aus den reellen Zahlen, was nicht von diesen vier Zahlen ist, dann wird dieser Ausdruck verschieden von 0 und dieser Ausdruck wird verschieden von 0. Das heißt, wir kriegen eine Lösung für x3 und damit auch für x1, x2. Ja, das heißt, in allen diesen Fällen, t verschieden dieser vier Zahlen, lässt sich der Vektor b aus dem a1 bis a2, a1, a2, a3 linear kombinieren. Ja? Also, wenn wir das alles zusammenfassen, sehen wir, nur in dem Fall für t gleich minus 2 haben wir ein Problem. Ja? Das heißt, der Vektor b lässt sich aus a1, a2, a3 linear kombinieren für t aus R ohne die minus 2. Kürze es ab, LK linear kombinieren für T aus R ohne minus 2. Ja? Und dann haben wir auch diese Aufgabe bearbeitet.